Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Syberia. Ich glaube, wir sind in den allerletzten Zügen ersten Teil hier von Syberia zu beenden. Wir sind durchgekommen, wir haben es geschafft, wir sind hierher oder bis hierher. Ja, und wir werden sehen, was sich ergibt. Aber warte mal, da war doch noch was. Ah, hier. Er ist draußen. Oh, wir können den aufziehen. Er schaut in die Ferne. Och, Oskar, was ist los? Bist du traurig? Alles in Ordnung, Oskar? Sind Sie noch ganz? Humor ist ein Konzept, das mir fremd ist, Kate. Das sollten Sie eigentlich wissen. Aber Oskar, seien Sie doch nicht so brummig. Wir sind immerhin heil aus dieser verfluchten Stadt herausgekommen, oder? Und sogar mit Bravour. Wenn Sie das so nennen wollen. Was machen Sie eigentlich auf dem Bahnsteig? Das sieht Ihnen ja gar nicht ähnlich. Ich wollte mal ein bisschen Luft schnappen und meine Gelenke bewegen. Aber dieser salzige Wind ist fürchterlich. Ich denke, es ist besser, ich kehre in den Zug zurück. Ja. Wie Sie meinen, Oskar. Oh, ein bisschen Fragespiel. Wissen Sie, Oskar, nach allen Missgeschicken, die uns passiert sind und trotz Ihrer bedauernswerten Wesensart, werde ich Sie sicherlich vermissen. Wieso? Sie werden uns verlassen, Kate Walker? Eben. Ja, wenn ich Hans Vorarlberg gefunden habe, werde ich nach Hause zurückfahren. Nach New York. Das ist Ihre Entscheidung, Kate Walker. Aber der ist doch noch gar nicht da, Kate Walker. Oskar, können wir losfahren? Wohin? Aber Kate Walker, Sie müssen doch zuerst die Lokomotive aufziehen. Eben. Stimmt ja. Wo hatte ich nur mein... Ich mach das sofort. Bis gleich. Bescheuert. Oskar, der Wind hat sich gelegt. Sie könnten vielleicht mit mir auf... Kate Walker, ein technisch hochempfindlicher Automat wie ich verträgt nur sehr schlecht Minustemperaturen. Was? Ach, Oskar, ich glaube bald nicht mehr daran, Hans Vorarlberg eines Tages wiederzufinden. Sie haben Kühnheit und Hartnäckigkeit bewiesen, Kate Walker. Lassen Sie sich nicht entmutigen. Sie sind vielleicht näher am Ziel, als Sie glauben. Ja, vielleicht. Ich hoffe, dass der Zug durch die Explosion nicht beschädigt wurde. Keine Sorge, Kate Walker. Ich habe alles überprüft und es ist alles in Ordnung. Mhm. Sie sind wirklich fantastisch, Oskar. Mhm. Sicher, Kate Walker. Seit meinem letzten Besuch hat sich das Wetter geändert. Der Wind hat sich gelegt und es hat etwas zu schneien angefangen. Das erste Mal hatte ich nicht die Ehre, Sie zu begleiten, Kate Walker. Sie haben mich in dieser schrecklichen Fabrik meinem traurigen Schicksal überlassen, wenn ich Sie daran erinnern darf. Oh, Oskar. Oskar, Sie verändern sich. Kaum wahrnehmbar, aber Sie verändern sich. Dafür bin ich nicht programmiert, Kate Walker. Kate Walker, du wirst ja wohl jetzt nicht ein Techtelmechtel hier mit Oskar anfangen. Bis später, Oskar. Ich warte auf Sie, Kate Walker. Ich glaube, eine gewisse Programmierung hat er nämlich nicht. Ja. Dann ziehen wir mal den Zug auf und, so. Schon witzig gemacht. Wie eine kleine Taschenuhr ziehen wir ein Ding auf. Das brauche ich jetzt nicht mehr. Oh doch, sie fährt ein Pedal. Das finde ich nett. So, die Frage ist, was machen wir jetzt hier? Können wir direkt nicht... Eigentlich müssten wir doch hier noch so ein Laufband-Dingens da... Oh, guck mal, der Brunnen ist eingefroren. Da ist nix. Was mache ich hier? Okay. Ja, er guckt immer noch sein Football. Gehen wir mal gucken, was wir vielleicht mit ihr nochmal quasseln oder so. Ich meine, wir haben sie ja schließlich gerettet. Da ist niemand, das ist alles zu. Ich denke, wir werden mit ihr nochmal sprechen, oder? Weil die ist einfach abgezogen und
sollten sich schon noch verabschieden, oder? Ja, zieh an und dann gehst du raus. Das ist jetzt nicht mehr nötig. Warum? Wieso? Das, ich verstehe ja gar nicht. Wieso ist das jetzt nicht mehr nötig? Ah, oh, da ist noch die Glocke. Okay, da ist nichts. Ich weiß, da war ja noch dieser komische Stegähnliche Dingens da. Und ich glaube... Oder? Lass mich mal... Wo ist die denn? Hä? Sag mal, willst du mich verarschen? Da ist nix. Ich habe gerade keine Ahnung, was ich hier eigentlich mache. Warum ich hier rumlaufe und mir Dinge ansehe, die ich... ein Flugzeug. Ja, das ist ein Flugzeug. Sag mal. Da steht ein Flugzeug, mit dem ich nichts machen kann. Das Flugzeug stand vorher noch nicht hier. Was? Und vor allen Dingen, wo sind die alle? Da ist sowieso nichts. Wo sind die denn alle? Was hat das denn mit dem Flugzeug auf sich? Verrat mir das mal einer. Ist da hinten irgendwas? Nö. Alles zu, alles zu, alles zu. Ja. Okay, wir laufen hier einmal. Das ist da was drin? Nö. Die zwei Herren, sie sind bestimmt noch am Spielen. Na klar, das ist so. Da ist auch nichts. Das ist doch Quark. Was? Ich hab nichts mehr. Was soll ich denn jetzt hier noch machen? Hä? Klär mich mal einer auf. Ehrlich, klär mich mal einer auf. Das kann so nicht ganz richtig sein. Vielleicht sollte ich mit ihm nochmal rumblödeln. Entschuldigen Sie? Okay, es geht auch so. Los, jetzt aber ran. Er reagiert nicht. Was macht er denn jetzt? Aha, jetzt reagiert er. Okay. Was? Herr Felix? Kann ich... Was kann ich für Sie tun, gnädige Frau? Das weiß ich nicht. Ich hätte nie gedacht, dass ich eines Tages so weit von zu Hause weg sein würde. Ach, jetzt ist er gesprächig. Sie sind doch noch jung, Fräulein. Gehen Sie mit offenen Augen durch die Welt und reisen Sie umher. Genau das versuche ich, Herr Felix. Ich werde meine Reise bald fortsetzen. Darf ich fragen, wohin Sie reisen werden? Das weiß ich auch nicht. Ja. Nun gut, dann wünsche ich Ihnen viel Glück, Frau Walker. Kann das sein? Sie haben nicht zufällig eine Idee, was mir bei meinen Recherchen helfen könnte? Früher vielleicht, aber das ist nun unmöglich. Ich weiß, dass es ein bisschen indiskret ist, aber ich glaube, ein gewisser Hans Vorarlberg hat schon einmal hier verweilt und ich wüsste gerne, ob Sie mal wieder was von ihm gehört haben. Es ist in unserem Haus nicht üblich, über das Kommen und Gehen unserer Gäste zu sprechen. Aber ich kann Ihnen versichern, dass ich mit Herrn Vorarlberg keinen Kontakt mehr hatte, seit er das Hotel verlassen hat. Und das ist sehr lange her.
Tja. Es ist wirklich schade, dass nicht mehr Gäste in Ihr Hotel kommen. Unsere Glanzzeiten sind vorbei. So ist das nun mal. Und das macht Sie nicht traurig? Warum sollte ich traurig sein? Ich hatte die Gelegenheit, hier den Größten der Welt zu begegnen. Das sind doch wohl schöne Erinnerungen. Ich habe die Vermutung, weil der Hans... Der Hans auf Wiedersehen, Herr Felix. Sie haben Ihre Meinung nicht geändert? Ich könnte Ihnen die Königssuite zu einem interessanten Tarif anbieten. Ja, nicht mal umsonst. Aber ich muss jetzt los. So rotzig, wie der vorhin war, nicht mal umsonst. Ich weiß, jeder kann sich ändern, aber das Ding... Nee. Da? Ansonsten wüsste ich nur... Nee, da ist auch nichts. Okay, da ist... Dann kann das nur das sein, weil er ja auch sagte, sie soll erst den Zug aufziehen. Das Einzige, was jetzt hier noch offen ist, ist ja Oscar. Und Oscar hat ja eine Sache noch vorhin gesagt. Das war, sie haben vergessen, den Zug aufzuziehen. Das heißt, es scheint doch noch weiterzugehen. Guten Tag, Oscar. Okay. Guten Tag, Kid Walker. Mission. Oscar, ich glaube, jetzt sind wir soweit. Yep. Wir können jetzt fahren. Gut, nehmen Sie Platz. Ich mache den Motor an und komme dann, um Ihre Fahrkarte abzustempeln. Sie sind wirklich unverbesserlich, Oscar. Fräulein Walker, warten Sie. Fahren Sie nicht los. Was denn? Herr Felix, was ist denn? Ist Frau Romanski etwas zugestoßen? Nein. Unserer Diva geht es blendend. Aber da ist ein Paket für Sie an der Rezeption abgegeben worden. Ich dachte mir, es ist vielleicht wichtig, dass Sie es noch vor der Abfahrt bekommen. Ein Paket für mich? Unmöglich. Es steht aber eindeutig Ihr Name darauf, Fräulein Walker. Konnten Sie mir das nicht etwas früher sagen? Es ist gerade erst angekommen. Ach ja? Und wer hat es abgegeben? Ich weiß nicht. Ich habe gerade ein Spiel ge... Ich meine, ich hatte nicht die Zeit nachzusehen. Holen Sie es jetzt ab? Es liegt auf dem Tresen an der Rezeption. Aha. Also gut. Ja, also gut. Also gut, dann schauen wir einmal. Na komm schon. Wo ist der Mauszeiger? Oscar dreht sich um. Da ist er. Wieder hinein. Wieder hinein. Und was haben wir denn für ein... Ich sehe kein Paket. Ach, da. Da ist ein Paket. Er hat's aufgemacht. Alter! Ein mechanischer... Was macht der denn jetzt? Ein mechanischer Mammutautomat? What? Hallo? Mein Gott, Kate, was treiben Sie denn? Herr Marson, verstehen Sie doch. Ich verstehe, dass unser wichtigster Kunde damit droht, uns den Fall zu entziehen, wenn der Verkauf nicht innerhalb der nächsten 24 Stunden abgeschlossen ist. Ja. Ihre Inkompetenz kommt uns teuer zu stehen. Ich hätte Ihnen diesen Fall nie anvertrauen dürfen. So viel habe ich verstanden. Ich weiß, dass Sie denken, ich komme nicht voran, aber... Da gibt es kein Aber. Alle diese Komplikationen nur, um diesen senilen Alten zu finden. So senil nun auch wieder nicht. Und los, immer noch sehr kreativ. Waren. Hören Sie auf, leere Entschuldigungen zu murmeln. Auf diese Weise... Ich muss jetzt Schluss machen, Herr Marson. Ich glaube, ich stehe kurz vorm Ziel. Oh, das Telefon ist ja immer der Hammer. Was denn jetzt? Ich komme ja nicht mehr raus. Ich kann ja gar nichts machen. Ich kann nichts klicken. Gar nichts. Hallo? Hier die Rezeption. Felix Mitterner. Ich höre. Ja. Sie steht zufällig gerade vor mir. Kein Problem. Gern geschehen. Fräulein Walker? Frau Romanski wünscht, Sie in der Hotelbar zu treffen. So schnell wie möglich. Ach ja? Dann gehe ich wohl besser. Oh ja. Aber... Ah, da ist er. Ein Mammutautomat. Krass.
Und irgendwas kann ich damit machen. Aber was? Was? Was kann ich mit einem Mammut-Automaten machen? Okay. Da ist sie. Was? Frau Romanski, Sie wünschen mich zu sprechen? Hat sie. Das sehen Sie ja, mein liebes Kind. Ich wollte noch einmal mit Ihnen reden, bevor Sie fahren. Mhm. Ihnen, so merkwürdig es klingt, für unser unglückliches Abenteuer in Konkolsgrad danken. Es hat mich für einen Moment etwas von dieser toten Küste abgelenkt, an der ich so lange schon mein trostloses und eintöniges Leben vor mich hinlebe. Umso besser. Die Zeit vergeht so schnell. Da steht man auf der Spitze seines Ruhmes und es kommt einem vor, als müsste es ewig so weitergehen. Und dann eines Tages, da ist alles vorbei. Frau Romanski, wälzen Sie doch nicht so schwarze Gedanken. Das sieht Ihnen ja gar nicht ähnlich. Und wenn dann in diesem Moment niemand da ist, der einem die Hand reicht, dann beginnt ein langer, langer Winter. Vielleicht sollten Sie sich etwas ausruhen. Diese ganzen Emotionen waren vielleicht ein bisschen viel für Sie. Als ich hierher kam, war es Hans, der mir meine Lebensfreude wiedergab. Und das, obwohl auch er krank war. Er hustete viel damals. Er hatte wohl zu lange den Rauch der Fabriken atmen müssen. Er ging, sobald seine Gesundheit wiederhergestellt war. Ich aber blieb. Hans Vorarlberg? Hans Vorarlberg war fröhlich und unbeschwert. Er war nicht ganz normal, wie man sagt. Er ist ein Kind geblieben, ein Kind, das sich fabelhafte Spielzeuge erfand. Ich glaube, ich habe ihn geliebt. Und Gott allein weiß, wo er sich jetzt aufhält. Oh, sie weiß das es. Das Flugzeug, das das Hotel beliefert, ist angekommen. Ah? Sie sollten mal einen Gang auf die Pier machen. Ich verstehe nicht ganz. Ich bin eine alte, müde Dame. Aber es war mir eine Freude, Sie kennengelernt zu haben, Kate Walker. Auf Wiedersehen, James. Sorgen Sie gut für Frau Romanski. Okay. Dafür wurde ich geschaffen, mein Fräulein. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Der Schnee scheint mir ein gutes Zeichen. Ach ja? Der Schnee vertreibt den Wind und Salz und Sand bleiben am Boden. Die Luft wird rein und beruhigend. Ein ideales Wetter für Spaziergänge. Ah. Na, umso besser. Vielen Dank für alles, James. Okay. Die arme Frau. Die arme Frau. Die arme Frau. So, also, ein Flugzeug. Ach, das macht sie doch automatisch. Ach, jetzt brauchst du keins, oder was? Wer ist das? Guten Tag, Herr Vorarlberg? Alter, woher weiß sie das? Hans Vorarlberg? Sie haben den Zug gebracht. Das ist gut. Woher weiß die das? Ach, Herr Vorarlberg, wenn Sie wüssten, wie froh ich bin, Sie endlich gefunden zu haben. Ich bin Kate. Wo ist Anna? Ihre Schwester ist verstorben, Herr Vorarlberg. Es tut mir sehr leid. Wirklich. Ah, sonst wäre Anna heute da. Nicht sie. Oder? Ja, wahrscheinlich, Herr Vorarlberg. Ich heiße Kate Walker. Ich... Kate Walker? Ich werde mit dem Zug weiterfahren. Weit, weit weg. Wohin? Weit weg, nach Sibirien. Sibirien. Entschuldigen Sie, Herr Vorarlberg. Ich wurde beauftragt, den Verkauf Ihrer Fabrik in Valladolid durchzuführen. Das ist mein Job, verstehen Sie? Anna sagte, die Automaten... Das ist jetzt vorbei. Herr Vorarlberg, Sie sind heute der Eigentümer dieser Fabrik. Und ich benötige Ihr Einverständnis, um den Verkauf abzuschließen. Ja. Und dann fahre ich mit dem Zug fort. Hier ist der Kaufvertrag. Lesen Sie sich ihn in Ruhe durch. Ihre Schwester war bereits mit dem Inhalt einverstanden. Heute benötigen wir in der Tat nur noch Ihre Unterschrift. Der Arme. Sie unterzeichnen einfach so, ohne den Vertrag zu lesen?
Das... Ich lese nicht. Ich kann nicht lesen, Kate Walker. Oh, krass. Ach so. Wenn das so ist, dann werde ich Ihnen den Inhalt vorlesen. Vergiss es. Nein, es ist gut so. Ich werde mit dem Zug wegfahren, Kate Walker. Ganz wie Sie wollen, Herr Vorarlberg. Ich wünsche Ihnen eine gute Reise. Oh mein Gott. Monstertelefon. Ja? Hören Sie, Walker. Ich habe entschieden, Ihnen jemanden zur Unterstützung zu schicken. Das ist nicht mehr nötig, Herr Marson. Was soll das heißen? Hans Vorarlberg hat soeben die Dokumente für den Verkauf unterzeichnet. Es ist alles geregelt. Darf ich das so verstehen, dass Sie... Die Manufaktur Vorarlberg von jetzt an Eigentum der Universal Toys Company ist. Aber das ist ja perfekt. Oh Mann. Das nenne ich gute Arbeit. Meisterhaft erledigt. Ich wusste, dass ich mich auf Sie verlassen kann, auf Kate. Einmal. Herzlichen Glückwunsch. Danke, Herr Marson. Kommen Sie jetzt nur so schnell wie möglich zurück. Der Vertrag muss morgen auf meinem Schreibtisch liegen. Meine Sekretärin wird sofort einen Termin mit Universal Toys abmachen. Sie möchten Ihnen die Dokumente doch sicher selbst überreichen. Noch etwas. Ich habe noch niemanden für den Fall der Schwanflughäfen. Ein großer Prozess und eine echte Chance für Sie. Ich vertraue Ihnen den Fall an. Das ist meine Art, Ihnen zu danken. Na klar. Ihr Vertrauen ehrt mich. Sie haben eine große Karriere als Anwältin vor sich, Kate. Bis morgen. Nochmals, bravo. Und verlieren Sie die Dokumente nicht. Das wäre zu schade. Erst natürlich. Zu schade. Erst die Hölle heiß machen, ey, und dann... Kate Walker? Dann das Ding. Ja, Herr Vorarlberg? Fahren Sie auch mit dem Zug weiter, Kate Walker? Nein. Oh, nein. Das hatte ich nicht vor. Danke für Ihr Angebot, aber für mich endet dieses Abenteuer hier, Herr Vorarlberg. Okay. Ja, wie dumm. Sie mögen das nicht, Abenteuer. Ich weiß nicht, vielleicht, das heißt, das ist alles nicht so leicht. Ja, Kate Walker. Ich muss nach New York zurückkehren. Ich werde erwartet, verstehen Sie? Mhm. Ich verstehe Sie gut. Ah, da ist das Flugzeug. Vielleicht fliegt es nach New York. Vielleicht. Ich glaube, ich werde mich mal erkundigen. Ja, so ist es vernünftiger. Bis später, Kate Walker. Ja, auf Wiedersehen, Herr Vorarlberg. Oh Mann. Ach, guck mal, wie klein der ist. Wie winzig. Okay, sie fliegt. Was ist das für ein Flugzeug? Krasses Teil. Und was machst du jetzt? Was machst du? Nein! Wir fahren mit dem Zug. Du bist zu spät, Kate Walker. Viel zu spät. Nein, sie schafft es noch. Sie schafft es noch. Sie schafft es noch. Wow. Und ab nach Siberia. Hinein das zweite Abenteuer. Ja, das war also Siberia Nummer 1. Ja, und wie ich eben schon erwähnte, ganz kurz am Ende, ja, es gibt natürlich noch einen zweiten Teil. Und auch diesen zweiten Teil werden wir direkt im Anschluss an Siberia 1. Also wenn du das hier siehst, dann werde ich vermutlich auch schon die ersten Folgen wahrscheinlich aufgezeichnet haben. Und wir werden entsprechend direkt das Abenteuer weiter erleben, wie es denn nun, tja, um Musik aus? Okay, da ist sie wieder. Irgendwas ist da gerade, naja, okay. Gut, wie es eben weitergeht mit Kate Walker und Hans Vorarlberg, vor allen Dingen, wie soll die Reise weitergehen? Was ist Sinn und Zweck der Reise? Weil, naja, es ist ja alles gesucht und gefunden. Hans ist gefunden.
Was wäre jetzt das nächste Ziel? Vielleicht die Suche nach den letzten Mammuts, so wie Hans es ja eigentlich vorhat. Vielleicht wird das genau das Ziel sein, die letzten Mammuts zu finden. Irgendwo auf einer kleinen Insel, die auf keiner Karte verzeichnet ist. Oh, die Hintergrundmusik stoppt andauernd mittendrin. Ich finde es krass. Siberia 1, ne, war damals zu seiner Zeit ein großes Ereignis. Benoît Zocal, der Schöpfer von vielen, vielen, vielen tollen Adventures, die so ganz ihren eigenen Stil haben und immer noch begeistern können. Und ganz, 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 ganz groß freue ich mich ja, dass es auch im nächsten Jahr, voraussichtlich im nächsten Jahr, also 2015, einen dritten Teil geben wird von Siberia. Ja, und hier sind wir wieder im Hauptmenü und eigentlich ist erstmal alles soweit gesagt. Ich würde mich wahnsinnig freuen. Ich fände es toll, wenn du, auch beim nächsten Teil, also dem Siberia 2 Spiel, wieder mit dabei bist und die weiteren Abenteuer von Kate Walker verfolgst. Und die Suche nach den letzten verbliebenen Mammuts begleitest. Ich würde mich wirklich sehr freuen und bedanke mich für das Zusehen, für die Treue und freue mich mit dir auf weitere Abenteuer, egal welcher Art. Bis dahin sage ich erst einmal Tschüss.